gewissen Zeiten voller Schwarz und Weiß. Manchmal frage ich mich, wohin uns dieser Wahnsinn treibt. Und wir lassen zu, dass sie die Menschheit spalten. Kleben an unseren Rastern fest, alles bleibt beim Alten. Sie schwören auf die Menschlichkeit, doch lassen Menschen vor den Grenzen sterben. Was für eine Erbärmlichkeit. Was wird schon ernsthaft gegen fremden Hass gemacht, bis wieder so ein Fascho mit einer Waffe durch die Masse schlappt. Wo ist eigentlich Gott, wenn man ihn schon mal braucht, frag ich mich. Fragst du dich das auch? Die Wahrheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Der Glaube in uns schwindet wie die Liebe zu den Nachbarn. Es ist unfassbar, Tagesthemen stumpfen uns ab. Bomben fallen auf Zivilisten, jeden Tag nen Massengrab. Wir sind wenig überrascht, gewöhnten uns an die Bilder. Boote sinken noch immer voll mit Kindern. Turbulente Zeiten, turbulente Zeiten, in die unsere Seen treiben, in die unsere Seen treiben. Wer erkennt die Zeichen, wer erkennt die Zeichen, die uns in die Zukunft weisen, die uns in die Zukunft weisen. Turbulente Zeiten, turbulente Zeiten, in die unsere Seen treiben, in die unsere Seen treiben. Wer erkennt die Zeichen, wer erkennt die Zeichen, die uns in die Zukunft weisen, die uns in die Zukunft weisen. Alle Menschen haben das Bedürfnis, frei zu sein, wissen nicht, was Freiheit ist und schränken sich oft selber in ein Leben ohne Pflichten, Kosten oder Sorgen, eine eigene Existenz rein weg von der Norm. Wir leben in einer Welt voller Ungerechtigkeiten, wo du von Glück reden kannst, musst du keinen Hunger leiden. Weil keine Bomben fallen, sollten wir strahlen wie die Sonne. Doch wir wollen immer mehr, viele möglichst volle Konten. Der Mensch an sich ist gut, er schützt, liebt und schafft, doch wird zu einem Monster, gibt man ihm zu viel Macht. Kerngesund, voller Magen, trotzdem unzufrieden. Es ist wirklich krank, dass wir uns nicht zufrieden geben. Unsere paradoxe Lebensweise längst schon überholt. Der Planet der Affen, den du und ich bewohnst, wird regiert von Hass und Krieg. Zuerst der Virus, dann das Klima. Wann wiederholt sich Hiroshima? Turbulente Zeiten, turbulente Zeiten, in die unsere Seen treiben, in die unsere Seen treiben. Wer erkennt die Zeichen, wer erkennt die Zeichen, die uns in die Zukunft weisen, die uns in die Zukunft weisen. Turbulente Zeiten, turbulente Zeiten, in die unsere Seen treiben, in die unsere Seen treiben. Wer erkennt die Zeichen, wer erkennt die Zeichen, die uns in die Zukunft weisen, die uns in die Zukunft weisen. Was Demokratie bedeutet, ist kaum einem bewusst. Intransparenz schafft in Politik Verdruss. Und was soll ich schon sagen? Auch ich bin nur ein Heuchler für ein gutes Leben. Hab doch keinen Grund, mich so zu äußern. Für den Krieg mit meiner Seele. Sauer auf mich selbst, weil ich selber nichts bewege. Mich ständig nur aufrege. Und was soll ich schon sagen, wenn meine Kinder fragen, warum hast du nichts getan, als es die Chance dafür gab? Vielleicht war ich zu feige, bequem oder zu eitel. Ausreden gibt's genug, genügend Gründe drauf zu scheißen. Und was soll ich schon sagen? War doch selber lang nicht anders. Mein Magen stets gefüllt, heißt dafür gab es kein Anlass. Es wird der Tag kommen, an dem wir merken, dass es zu spät ist, etwas zu verändern, weil es dann zu spät ist. Bis dahin bleiben wir Befriediger unserer Triebe. Kosmos oder Chaos, was ist dir lieber?